So, schön aufs Knöpfchen drücken, Aufzeichnung beginnen. So, siehst du, und selbst der Konrad hat es geschafft, jetzt hier noch rein zu flattern. Und es ist schon nach 15:15 Uhr, das heißt, der ganz normale tägliche Wahnsinn kann beginnen, oder? Wie gesagt, ich auch hier in der Nachmittagsrunde muss ich darauf hinweisen, dass diese und nächste Woche die Webinare etwas kürzer gehalten werden, da wir auch noch andere Sachen zu erledigen haben. Schorle. Muss bloß meine Getränkebestellung noch aufgeben hier. Also, der Euro macht ja nu Sigi, machst du dir bitte mal einen kleinen Minuspunkt ins Muttiheft? Der Sigi war frech, Sigi hat Minuspunkt ins Muttiheft verdient. Wir kümmern uns jetzt einmal um Euro. So. Und das ist jetzt ein Klassiker. Ein Klassiker, so wie wir ihn haben wollen. Batsch, batsch, da. Und der DAX fällt wie ein Stein. Volle Granate. Also. Wir haben die Position laufen, na klar, aber schon länger. Ich will jetzt mal darauf hinweisen, was ist Euro-Pro? Weil das ist jetzt ein klassisches Beispiel. Was ist Euro-Pro? Euro-Pro heißt, wir brauchen übergeordnet einen Trend. Den Trend will keiner leugnen, oder? Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. In diesem Trend brauchen wir eine Korrektur. Wir haben den Aufwärtstrend, hier haben wir die Korrektur. Diese Korrektur im Aufwärtstrend stellt im 1-Minuten-Chart einen Abwärtstrend dar. Und dieser Abwärtstrend soll kaputt gemacht werden, was er hier gemacht hat. Und dann die Korrektur. Das hier ist ein klassischer, ganz sauberer Euro-Pro-Einstieg. Ganz sauber. Die erste Nummer wäre sogar schon hier gewesen, nachdem hier die Korrektur gewesen ist. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Trendbruch, Alarmsignal vorher auch da drüber, 12,98, 12,98, schöner Jahrgang, ne? Auf geht's, volle Granate. Wer das noch nicht ganz kapiert hat, genau die Nummer hier, schöne Abwärtstrenddefinition. Letzte hoch mit Schmackes gebrochen, Korrektur, Einstieg 1,13, 19 oder 20 und da oben bei der 35 Tagesziel. Cut, raus und tschüss. Fragen dazu? Redet ihr mit mir? Bitteschön. Okay. So. Okay, dann René, wirst du es verstanden haben, wenn du im Seminar warst. Ne? Wir sehen uns ja bald. Und wer die Nummer automatisiert handelt, hier rein, darüber bei 20. Hier. Bei 20 rein, wir gehen bei 8 Punkten auf Break-Even und bei 12 Punkten auf plus 5. Dann liegt der Stop bei 25, dann kommt die Korrektur und wenn wir bei 20 rein sind, sind wir hier oben sogar fast im Take-Profit. Dazu kommt, dass man... Dankeschön. Ach, gehst wieder ohne mich. Schon klar. So, dazu kommt, wenn wir das Ziel verfeinern wollen,
diese Nummer. So, demnach sollte das Ziel hier oben bei 41 liegen. Prof. Chris, auf deine Frage gehe ich gleich mal ein. Den Termin habe ich dir geschickt, René. Montag, Dienstag, Mittwoch. René K. aus dem schönen, aus der schönen Umgebung von C. Gab es Alarm im Euro, US-Dollar und was hat für einen Alarm gehabt? Guck mal, da ist das Ziel. Bei 41,2 korrekterweise. Und im Hoch gewesen ist er bei 1,1339,2. Er hat das genau das Ziel um 2 Punkte verfehlt, ist wahrscheinlich dem Spread geschuldet. Okay, mach das, René. So. Wollte schon immer ein Mutti-Heft kriegen, aber ich krieg sowieso kein Bienchen rein. Richtig, von mir kriegst du kein Bienchen rein. Keine Chance. Der Thomas hat keine Fragen, er hat es gehandelt. Wie kommst du auf das Tagesziel? Auf das Tagesziel komme ich, um meiner Bescheidenheit etwas Ausdruck zu verleihen. Weil wir rennen hier nicht auf dem Markt rum und sagen, du musst eine Viertelmillion ins Konto packen und musst jeden Monat 30.000 verdienen, sondern wir versuchen, Händler hier zur Vernunft zu bewegen und zur Vernunft in Gänsefüßchen zu erziehen. Das mit dem Erziehen kann, gebe ich auf. Hat bei mir auch nicht geklappt. Warum soll es bei euch klappen? Wird eh nichts. Aber mein Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Punkten, weil ich die genau aus so einer Bewegung, so wie jetzt hier gewesen ist, rauskitzeln kann. Da ist genau die Problematik. So, und wenn ich der Meinung bin, dass ich 12 bis 15 Punkte da durchsäbeln kann, hier ist doch irgendwas falsch. Wenn ich der Meinung bin, dass ich 12 Punkte da rauskitzeln kann, dann muss ich einfach ausrechnen, was kann ich machen oder wo will ich hin. So, und das hängt von meinem Kontostand ab. Und ich bin der Meinung, wenn wir 2% Risiko fahren mit einem 10.000er Konto, 2% Risiko, 2% Risiko bei 10.000 Euro sind im Moment 11.300 Dollar. 11.300 Dollar mal 2% sind 230 Dollar, die ich pro Trade riskieren kann. Und wenn ich die pro Trade riskieren will oder riskieren kann, die 220, 230 Dollar bei 8 Punkten Stop, nehme ich 230 durch 8, bin ich bei knapp 2, bin ich bei 2,9, kann ich so eine Position mit 29 Minis oder mit 290.000 in der Plattform hier handeln, also knapp mit 3 Standard-Lots. 3 Standard-Lots mal 12 Punkte sind 360 Dollar. Wenn ich das 3 Tage die Woche mache, dann bin ich auf einem sehr guten Trip. Richtig? So, daher komme ich auf dieses Tagesziel. Und wenn ich dieses Tagesziel, da bin ich bei 360 Dollar. Und wenn ich sogar die 20 Punkte erreichen sollte, bin ich bei 600 Dollar. Dann ist das sehr gut. Und wenn ich im Mittel bei 15 Punkten liege, bin ich bei 450 Dollar ungefähr am Tag. Und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, ist das eine Menge Geld, oder? So. Bup, bup, bup. Mehr Bier ist eine gute Idee, Sigi. Sigi, bei mir ist alles eine reine Bierfrage. Reine Bierfrage. Das ist, wir rechnen hier schon gar nicht mehr in Euro. Wir rechnen auch nicht mehr in Pips. Wir rechnen nur noch in Hektolitern. Seit
seit letzter Woche Freitag. Früher haben wir so in Weizen gerechnet, jetzt rechnen wir nur noch in Hektoliter. So. Die Nummer ist durch. Die Frage war, haben wir einen Alarm? Wir haben beide Alarme sogar auf einer Kerze. Und was sagen wir immer, wenn wir die Alarme auf einer Kerze haben? Auf einer Kerze heißt der einmal Short aufgehoben, Leerverkauf schließen und Kauf. Beide auf einer Kerze. Was ist die Folge davon? Dann geht's ja ab, die Lucy. Genau, Thomas. Dann geht's ab. Und was war's? Beide Alarme da. Weil wenn das genau in der Form ist, sind die übergeordneten Jungs genau da, wo wir sie hinhaben wollen. Die geben Vollgas, Vollspeed, wie man sieht. Ne? Peterle, ich weiß gar nicht, Peterle heute hier. Ich muss einfach mal ein dickes, fettes Dankeschön an unseren Peterle hier mal an der Stelle loswerden, der die schwachen Zeiten von mir jetzt im Moment ein bisschen überbrückt oder überbrückt und euch im Euro so intensiv betreut. Ich kümmere mich dann um den DAX und der Peterle kümmert sich um den Euro. Das finde ich mehr als gut. Dafür einfach mal ein dickes, fettes Dankeschön. Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Gehen wir mal auf die Frage von Prof. Chris ein und dann hatte ich euch ja gestern mal darum gebeten, dass ich von euch wissen wollte, wie wir auf die Marken im DAX kommen, warum wir der Meinung sind, dass der fällt, so wie er fällt. Und der fällt ja schön. Der Junge gefällt mir heute richtig gut. Kleinen Augenblick mal. Ja. So, kleiner Hinweis, das war unser Pedele, kaum spricht man vom Teufel, schon ist er da. Das war unser Pedele, der hat ganz kurz angerufen, Update im Euro und er hat nämlich genau die Marken jetzt angelaufen hier, genau die Pedele uns gestern und heute rausgezogen hat. Auf dem Punkt genau die 1.1340, die Bremse war, hat er aber in unserem Blog. Mal gucken, ob ich den jetzt finde. Ich bin ja auf dem Blog nicht gemeldet. Ich habe mir vergessen, eine Lizenz zu kaufen. So. 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 Und Peter hat bei 1,14, der hat sich verguckt, die arme Sau, den muss ich gleich mal zurückrufen. 1,14, der war bei 1,1340 und Peter hat die 1,14. Das ist nicht gut. Kleiner Augenblick, bin sofort wieder bei euch.
So, da bin ich wieder. Der gute Mann hatte nämlich einen Schreibfehler drin bei 1.13. Er hatte eine 3 dazwischen vergessen. Und könnt aber nachlesen. Waren wir Ihnen jetzt? Das ist er nicht. Wir gehen gleich noch darauf ein. Da haben wir ihn. Bei 1.13.40, und das sind nämlich genau die 33% von der Korrektur, die er haben wollte, aber das hat Peter ja auch alles sauber beschrieben, da kann man ja auch nachgucken. Den Block kann man ja sauber zurückverfolgen. Und Peter nutzt nämlich ganz gerne so eine Nummer hier, wenn man die so eine Bewegung durchhört, und wer dann an so einer markanten Marke einkommt bei der 1.13.40, die er jetzt geholt hat, dann dreht er so eine Nummer, zieht seinen Stop relativ eng ran, irgendwie knapp hier oben drüber auf 1.13.45, weil das ist so ein typischer Wendepunkt, den er anlaufen könnte oder den er zur Wende benutzen könnte. So, damit ist die Euro-Nummer durch. Wir gucken uns jetzt... Der DAX ist schön am Fallen, genauso wie wir das haben wollten. So, volle Granate. Und ich habe gestern gefragt, wie wir auf die Marken kommen. Hat jemand eine Idee, wie wir auf die Marken gekommen sind? Warum, wieso, weswegen? So, meine Antwort auf die Frage, wie ihr auf die 10.330 als Entry gekommen seid, mehrere Punkte. Erst Tagestief vom 22.04. stimmt. 38er Korrektur der Abwärtsbewegung vom Hoch 10.94 passt auch bis zum Tief 10.230. 25.04. verlief dort SMA 55 auf dem Niveau der 38er Linie. Ich mache die ganze Geschichte mal viel einfacher. Und wir nehmen uns den, das ist der, den wollten wir jetzt nicht, den hier. Ein Klassiker ist der Kreuzwiderstand, den er heute durchschlagen hat. Ups. So, wir haben eine extreme Aufwärtsbewegung gehabt, kommend unten von der 9.3, von da, von der 9.4. Die 9.3 da unten sollte er holen, hat er nicht ganz gemacht. Wir haben eine extreme Aufwärtsbewegung. Jetzt gucken wir uns das Muster einfach mal an. Den Fibo hier nehme ich mal raus, der nervt jetzt nur. Und wenn ich mir dieses Muster angucke, dann ist, sollte das hier gestern schon das Ziel sein, die 10.150, das, was jetzt einfach noch nicht so ganz funktioniert, also können wir die Nummer rausnehmen, zack. So, jetzt haben wir es in Chart sauber. Da, jetzt haben wir den Chart sauber. Und wir haben eine schöne klassische SKS, und zwar über verschiedene Zeitebenen. Wir haben einmal die hier oben, auch wenn die ja breiter, durch den Freitag sehr breit gezogen ist. Hier haben wir eine schöne Schulter. Hier haben wir auch eine Schulter. Demnach habe ich gestern mit dieser Marke hier die Nackenlinie drunter gepackt, um diese Marke hier rauszupulen, die müssen wir jetzt mit dem gestrigen Tag ändern. Ich habe es heute ganz bewusst noch nicht gemacht, weil wir das jetzt mal gemeinsam machen werden. So, und wenn das nämlich aufgeht, dann haben wir hier unten erstmal das Ziel 10.2, die wir ja, was wir ja aufgeführt haben. Und wenn wir diese Marke hier mal rausziehen, die wir gestern hatten,
Frechheit. Muss doch in Deutschland bekannt sein, dass wir Webinar haben, oder? Haben wir die Nackenlinie hier, die hat er hier bestätigt. Daher kam genau diese Marke heute früher. Sie haben Stops über die 60. Da ist er natürlich sehr weit durchgeschossen. Soweit sollte er eigentlich nicht. Jetzt sollte er sich diese Marke hier unten schnappen, wenn die 10.2 funktioniert. Wir messen jetzt mal zwei Sachen. Einmal von da nach da. Oh, sorry. Ton war weg, warum auch immer. Also, nochmal. Hier draus würde sich ein Ziel ergeben, ungefähr bei 10.1. Hier draus würde sich ein Ziel ergeben, unter 10.000. Und wenn wir die ganze letzte Bewegung hier mal nehmen, die er innerhalb von einer Woche von 9.9 bis 10.5 gemacht hat, dann deckt sich hier unten dieses Level erst mit der 10.150, die bremsen dürfte nach unten. Und danach haben wir genau diese Marke bei 10.1. Dann wären wir aus dem Ziel aus diesem Szenario. Und wenn wir die gesamte Bewegung nehmen, von da unten bis dahin, dann haben wir da hier genau die 10.1 wieder als Marke, die genau mit diesem Hoch und die passt auch. Und dann hätten wir nämlich genau Luft bis zur 9.983, was auch das Ziel hier draus wäre. Eventuell sogar 9.855. Diese Marken stehen erstmal an. Deswegen bin ich mit Longs nach so einem Schub, bin ich hyper, hyper vorsichtig, kommt für mich nicht in Frage. Bricht diese Linie hier, volle Granate, dann warte ich den Rücklauf ab, die Bestätigung, werde meine Position entsprechend aufstocken. Und im F-Trader sieht das dann so aus, wenn man das so handelt, dann sieht man, Stops sind im Gewinn. Das Ding haben wir genauso gehandelt, wie wir heute Morgen auch geschrieben haben. Position ist 2.685 Euro vorne. Die gesamte Position ist, ja, ich handle hier auf Futures, CFD auf Futures. Und damit bin ich jetzt mit 1,2 drinne. Das heißt, sind 30 Euro pro Punkt. Das entspricht 30 Dachsen ungefähr. Und diese Nummer lasse ich jetzt auch bis dahin durchlaufen. So. Es kann nichts mehr passieren. Mein Tagesziel kriege ich damit dicke rein. Und im Euro ja sowieso. Das war alles, was ich mir hier an Nummern erstmal rausgepult habe. Wichtig ist
als nächste Unterstützung hier unten der Bereich 10.140 bis 10.120, da unten. 10.170, hier haben wir nochmal das Zwischenhoch hier, was eventuell eine Rolle spielen könnte. Aber wir haben auch geschrieben 10.170, 10.150 und wenn das auch bricht, wenn diese Marke hier kaputt geht, die 10.150, wenn die bricht, dann haben wir locker Luft und dann ist das Ziel hier unten sogar wieder bei 9.660. Dafür müssen wir aber nachhaltig unter die 10.150 gehen und das Minimum mit dem Stundenschlusskurs. Prof. Chris, wie mit dem Stop umgehe, ich setze mir ein Tageslimit. So, und wenn ich jetzt sage, ich will am Tag Minimum aus so einer Position 500 ziehen, dann geht mein Stop jeden Tag 500 Euro hinterher. Wenn ich sage, ich will einen Tausender ziehen, geht mein Stop jeden Tag 1000 Euro hinterher. Plus, minus. Wir sind jetzt sogar so weit, dass wir ihn schön im Tageschart, im Stundenchart nachziehen können, nach Markttechnik. So, hier unten haben wir dieses Tief im Daily. Da ist er gestern schon mal aufgesetzt, aber haargenau auf diese Linie. Ich nehme den Fibo mal raus, der irritiert hier nur. Diese Linie hier, wenn ich die mit dem verbinde, das ist nämlich die inverse SKS, die für Long spricht, Schulter, Kopf, Schulter, da die Nackenlinie, dann wäre er jetzt durch die Nackenlinie, bevor hier die Schulter ausgebildet, dann wäre durch die Nackenlinie und bestätigt die jetzt nur. Das ist genau der Punkt, der für die Bullen spricht, der dann aber auch volle Granate Potenzial bringt. Wir sind von der 9.9 runter bis zur 8.7200 Punkte, die wir jetzt hier oben drauf hätten, dann wären wir bei 11.7. Das stimmt nicht, 11.4. 11.400 wäre die Long-Marke für die Jungs, die längerfristig denken oder längerfristig handeln wollen. Okay? Hier haben wir nichts zu suchen, die Nummer ist raus. Jetzt gucken wir uns nochmal den Dow an. Den muss ich bloß jedes Mal neu aufmachen, weil er mir sonst hier was zerlegt. Upp. Und ich nehme mal den hier. Na komm. So, und den stellen wir jetzt mal um auf 5 Minuten und dann ziehen wir da noch meine Initialanalyse rein. Oh, klar. Altes Spiel. Nanotrader funktioniert nicht mehr. Jo. Immer wieder schön. Ich werde die Zeit mal ganz kurz überbrücken, Prof. Chris, um auf deine Frage einzugehen, warum der Euro und... Ich lade jetzt kein Update, ihr spinnt wohl. Um auf deine Frage einzugehen, warum der Euro und der DAX korrelieren, das muss nicht zwingend so sein. Aber das Gros rührt daher, wenn wir einen starken Euro haben. Also wenn der Euro stärker wird, desto mehr flüchten die Leute aus Aktien. Immer, wenn wir irgendwelche Nachrichten kriegen, dass irgendwie der Euro geschwächt werden soll, immer wenn Draghi mehr Geld in den Markt pumpt, immer mehr und noch mehr Anleihen ankaufen will, also ein Scheiß, das pumpt den Markt voll, senkt die Zinsen und sinkende Zinsen, stellt ihm liquide Mittel zur Verfügung, diese Kohle investieren die Leute in der Regel in DAX-Werte. Wenn der Euro schwach wird, wenn der Euro stark wird, ist es genau entgegengesetzt.
So, der Jungbau ist ein bisschen lange, ne? Ist das soweit verstanden? Deswegen ist es nicht zwingend notwendig oder nicht zwingend erforderlich, dass die Jungs korrelieren. Die können korrelieren, ist aber nicht, also gegenläufig sein, aber es muss beim besten Willen nicht immer so funktionieren. So, und jetzt probiere ich nochmal einen Chart zu öffnen über, wenn das jetzt auch wieder nicht geht, dann aber im F-Trader haben wir es ja bald drinne. Nehmen wir den mal. Ja. So, und jetzt probiere ich es nochmal mit den Initialanalysen. Läuft bei euch Dow Pro, bei denen, die hier dabei sind? Da haben wir es, Short Setup. Super, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und dort sind wir auch im Short-Bereich. Wo er hin darf, Umkehr, schauen wir uns die 5-Minuten-Kerze an, da wird doch eine schöne Kerze, so, wenn wir das Ding handeln wollen, Ziel bei 17,985, das ist lächerlich, Einstieg 18.026 bis 18.033 und Exit 9,89, 30, 40 Punkte. So läuft das Setup. Okay, Prof. Chris, ansonsten schreibst du mir eine Mail dazu oder vielleicht können wir beide auch mal irgendwie mal telefonieren. Wir wollten ja eh mal ein Bier trinken in Nassau, oder? So. Diese Kerze müssen wir jetzt abwarten. Es ist 52 und wir haben es kurz vor 4. Wenn das Setup aufgelöst wird, haben wir hier oben Luft bis zu 18.070. Das sind noch 30, 40 Punkte. Dann wäre da erst der nächste Entry. Boah, was ein scheiß Wetter da draußen. Ist das grausam. Ich bleib drinnen. Aber es ist kurz vor 16 Uhr. Da wird der Markt sowieso ein bisschen nervöser. Der Dow war fast an seinem Target. Ist das Setup damit durch oder soll man trotzdem beim Erreichen der Entries einsteigen? Immer beim Erreichen der Entries. Diese Nervosität will ich auch noch abwarten. Also noch bin ich im Dow auch nicht investiert. Sondern ich würde jetzt erstmal abwarten, wie die Kerze hier endet. Kannst du kurz gestern was zum Dow sagen? Ich habe gestern was zum Dow gesagt. Ich habe gestern zu dem Dow gesagt, du bist ein Arschloch. Ja, blöde Nummer gestern, ne? Montag halt. Entry verpasst. Hier nicht sauber genug gearbeitet und dann durch und hier war das Ziel. Und das Ziel ist ja sogar genau angelaufen. Waren über 100 Punkte, die man hätte holen können.
DAO-Pro hat hier nicht gegriffen, nicht nach dem Regelwerk, so wie es da drinne steht. Aber der DAX hat gestern nicht gemacht, was er soll. 15.40 Uhr. Der Einstieg 15.40 Uhr war nicht falsch. Rein, Umkehr und genau darüber einstoppen lassen. Dann kann sowas in die Hose gehen. Du machst ja auch mal was richtig, Jürgen. Ich weiß, selten. Aber soll ja mal glücken. So, jetzt gucken wir uns das Szenario von gestern an, wie ihr das verfehlt habt. Und jetzt müsstet ihr euch das heute mal angucken. Und ich würde jetzt heute darauf pochen, dass er, wenn er jetzt nicht in diesen Einstiegsbereich läuft, sondern hier dazwischen bremst, dass er genau dieses Hoch hier nochmal rausnimmt, um da eventuell die Stops abzuholen bei der 48 oder so, würde ich es trotzdem probieren. Nach Regelwerk DAO Pro, nachdem ja hier gefragt wurde, Regelwerk DAO Pro muss er da reinlaufen und dann da reinlaufen. In einer von diesen beiden Bereichen suchen wir uns einen Einstieg und der Ausstieg ist da. Den zweiten Ausstieg werden wir noch dazu packen. 56 gleich 57. Da draußen scheint die Sonne und schüttet wie aus Eimern. Und es ist arschkalt da draußen. Unangenehm. Immer, aber das Schöne ist ja, dass der Nachteil ist ja, mit dem Hund muss man raus, ne? Das Schöne ist aber, dass mein Hund bei dem Wetter überhaupt keinen Bock hat. Und das Zweite ist, immer wenn es regnet, ist das der Hund meiner Frau. Gut, ne? Schnee hatten wir auch. Heute Morgen bin ich hier raus. Ich habe gedacht, ich bin in Polen. Guck auf die Straße, komm raus, guck auf die Straße, alles arschkalt. Und die Leute haben versucht, mit Gewalt ihr Auto aufzumachen. Gedacht, ich bin in Warschau. Okay, diese Kerze können wir noch abwarten. Wenn man jetzt den Schritt geht, dann muss das jetzt 16 Uhr knallen. Oder in Schottland, ja. Haben die Schotten überhaupt ein Auto, Nikolaus? Also, wenn man dieses Setup jetzt 16 Uhr handeln will, dann muss man die Kerze abwarten, den Stop da drunter legen, was man ja dann im F-Trader vollautomatisch machen kann, ne? Vollautomatisch nachziehen lassen und dann Stop Order drunter und dann den Stop ganz knapp da oben drüber. Das nachlaufende Hoch aber beachten. Heute Morgen im DAX hat das hervorragend funktioniert. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Stimmt, und es kommen auch noch Zahlen in den USA, ne? So. Verbrauchervertrauen kommt in wenigen Sekunden. So, das gucken wir uns noch gemeinsam an und dann bin ich WECH. Kann er diese Tür machen, wenn meine Frau mit dem Hund zurückkommt, ne? So nach dem Motto aus Schwiegermutter, was stehst du hier draußen im Regen? Geh doch nach Hause. Die paar Sekündchen, die haben wir noch. Susanne, ich habe mir deine Kritik angenommen. Ich hoffe, du bist mit den Webinaren jetzt zufrieden.
So. So, der Junge, der könnte jetzt auch langsam hier runterschießen. Dow geht nach oben weg und damit ist das Setup unten hinfällig. Also, jetzt hier drunter einstoppen lassen. Es sei denn, er baut jetzt hier auch noch eine Umkehrkerze. Dann haben wir hier schon das nachlaufende Hoch. Dann kann man das schon fast als solches einwerten. Ja, wir haben ja auch den Webinar-Stil ein bisschen geändert auf den allgemeinen Wunsch einer einzelnen Dame. So, wenn er uns jetzt hier aus der Kombination eine Umkehr gibt, dann zack. So, wer jetzt hier drin ist, stops da oben drüber. 15 Punkte. Ziel die 86, 50 Punkte. Nein, Sebastian, bin ich nie. Niemals. So, Stops da oben drüber, 45er Stop auf die 50 und Ziel hier unten auf die Bup, bup, bup. Exit 17,989 bis 84, also da in diesem Bereich. Wer mit einem Take Profit arbeitet, den Take Profit würde ich sogar legen. Auf. Ja, genau an der Unterkante hier, die Stops da drunter abholen, ja, Take Profit muss sein. Ich will auch da unten mit einem Take Profit arbeiten. Nicht anders. Ja, erwischt genau die Kante da unten, kann die Stops unter der Kante holen und kann die abräumen, indem er da genau mit einem Spike runtergeht. Also, Take Profit genau in diesem Bereich. Stops oben drüber, wenn er die Aufwärtsbewegung, die er jetzt gemacht hat, hier bup, komplett korrigiert hat bis zur 13, dann muss der Stop Break-Even an der 13. Du hast dich für das Seminar in Göttingen angemeldet und dein Platz ist auch reserviert. Wer sich alles für das Seminar in Göttingen angemeldet hat, ganz kurz am Rande, bitte im Hotel Freizeit Inn auch das passende Zimmer buchen. Das Seminar ist fast voll. Ach so, falls einer Lust hat, ein Platz ist heute frei geworden. Ansonsten, wer auch nicht draußen schlafen will, auf dem Tennisplatz oder so, soll den Zimmer im Hotel buchen. Wer das Zimmer schon gebucht hat, ohne uns zu erwähnen, bitte im Hotel anrufen und Bescheid sagen, dass ihr bei uns im Seminar seid, damit ihr das Zimmer von unserem Kontingent nehmt. Also Zimmer bitte buchen. Dein Platz, Heinz, ist reserviert. Ich glaube, deine Anzahlung war auch da und damit kriegst du auch zum Wochenende hin eine Mail nochmal mit dem Ablaufplan, mit allem drum und dran und auch mit der Bitte, dann nächste Woche oder übernächste Woche die Schlusszahlung auch zu leisten. Aber das kommt alles die nächstes Wochenende. So. Die Nummer scheint zu laufen. Stops, wie gesagt, bleiben da oben drüber. Erst bei der 13 hier unten will ich den Stop nachziehen. Es sind noch 20 Punkte. Und dann lasset ihn laufen. Und ich bin dann weg. In diesem Sinne sehen wir uns wieder morgen früh in alter Frische. Ich hoffe, ihr seid morgen früh alle wieder da. Frisch geduscht, mit gewaschenem Hals und offenen Ohren. Ne? Bis dann. Bis morgen früh, euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss, moin, moin. Und hier, ne?
paar Punkte aus dem Dow ziehen. DAX läuft. Und Euro können wir nochmal ganz kurz einen Schmeiß drauf blicken. Ups. Stinkt nach einem Doppeltop. Da der DAX fällt und der Dow fällt, ist es auch durchaus denkbar, dass der nächsten Anlauf nimmt, da oben durchballert. Dann dürften wir endlich aus diesem Gemäre hier raus sein, okay? Aber gehen wir mal früh nochmal drauf ein. In diesem Sinne, schön ufbass.de. Bis morgen früh, euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss und moin, moin.